Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es den Schusstest zu dem ASG Dan Wesson 715 Revolver Full Power Version. Und ja, gestern gab es dazu schon das Review, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das gerne an. Ja, bevor wir jetzt zum Schusstest kommen, machen wir einen Chrono-Check. Heute gibt es kein Sergeant Bob, auf den wir schießen, sondern eine große Zielscheibe, die ungefähr, naja, ich weiß nicht genau die genaue Größe, aber ich sag mal ungefähr Kopfgröße von dem menschlichen Kopf hat. Und ja, dann schauen wir halt einfach mal, also nur der Kreis, es ist außenrum noch mehr Material, aber der Kreis ist ungefähr so groß wie ein Kopf. Und wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal den Chrono-Check, um zu wissen, auf welche Distanz wir gehen können. Das Video wurde übrigens nicht gesponsert, aber diese Waffe hier wurde mir zur Verfügung gestellt von Begadi. Also ich mache hier wieder meinen Test mit einer Waffe von Begadi, aber das ist keine Kooperation, wo ich jetzt irgendwie alle Waffen gut reden muss, sondern wer mich kennt, weiß, dass ich auch solche Waffen, wenn sie kein ordentliches Schussergebnis haben, schlecht rede und zumindest nicht lobe. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will nichts schlecht reden, aber, denn wie gesagt, ich habe ja schon im Review gesagt, es ist absolut eine geile Waffe, so vom ganzen Aussehen, vom Feeling und so weiter. Aber dennoch bringt eine Airsoft-Waffe nichts, wenn das Schussergebnis nicht stimmt. Ja, und deshalb machen wir jetzt erstmal den Test. Auf Begadi sind ca. 1,5 Joule angegeben. Mal schauen, ich habe jetzt eine volle CO2-Kapsel drinnen und die Full-Power-Hülsen mit ja, eben einer BB pro Hülse. Und dann machen wir jetzt den Chrono-Check. Okay, wir kommen nun zum Chrono-Test. Wir sehen hier 0,25 Gramm BBs. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auf jeden Fall sind 0,25 Gramm BBs ausgewählt und die habe ich auch drinnen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Joule wir denn tatsächlich haben. Ich hoffe, dass es jetzt geht mit dem Messen, denn das ist ein bisschen schwierig mit einem CO2-Revolver, wenn man das alleine macht, da ein ordentliches Messergebnis zu bekommen. Aber ja, naja, probieren wir mal unser Glück. Zu den Temperaturen, es hat ungefähr 4-5 Grad, also wir sind knapp über 0. Und ja, dann testen wir es mal. 13,1 Joule. Irgendwas kann da nicht passen. Jawohl. Ja, das war wieder nix. Auch nichts. 1,4 Joule. Das war jetzt die erste ordentliche Messung. Wieder keine Messung. Joule. Endlich mal eine Messung. Joule. Okay, Leute, also wie wir sehen, ist es äußerst schwierig, damit ein ordentliches Schussergebnis bzw. Chrono-Ergebnis zu erreichen. Es ist echt schwierig, wenn man das alleine versucht. Vielleicht geht es zu zweit besser und ja, also Fazit: nach zwei leergeschossenen Magazinen hat sie noch 1,1 bis 1,2 Joule, was denke ich immer noch ordentlich ist. Also ich kann mir vorstellen, mit voller Kapsel könnte sie schon, und bei besseren Temperaturen hat sie auf jeden Fall, denke ich, konstant die 1,5 Joule. Ja, mit dem momentanen Schussergebnis würde ich sagen, gehen wir auf 20 Meter Entfernung. Okay, wir sind hier jetzt auf 20 Meter und wir schauen mal, was wir von der Scheibe so treffen. Wie gesagt, sie ist maximal so groß wie eine Handfläche bzw. eben ein Kopf. Und es ist auf jeden Fall nicht gerade die leichteste Aufgabe mit einem Revolver. Aber wir schauen einfach mal, was wir treffen.
Gut, hier sehen wir unser Schussergebnis. Wie gesagt, diesmal nicht Sergeant Bob, sondern eine richtige Zielscheibe. Es war, finde ich, ein sehr kleiner Streukreis und ein gutes Schussergebnis, denn wir haben unsere Einschläge alle hier im Umkreis von ca. 5 cm, 5 bis 8 cm würde ich sagen, hier unten. Wir haben zwar etwas unter die schwarze Mitte getroffen, also im unteren Bereich der Zielscheibe, aber dennoch finde ich das kein Problem, denn das Hop-Up ist halt auch nicht auf 20 Meter eingestellt, denn wie im Review schon erwähnt, wir haben hier ein einstellbares Hop-Up und eben, es geht ja jetzt vor allem um diesen Streuungskreis und der Streuungskreis ist absolut perfekt. Das hier kann man mit dem Hop-Up regeln, den Streuungskreis nicht. Den Streuungskreis, der wie gesagt hier maximal 10 cm ist, von hier oben bis hier unten, ne, der lässt sich auf jeden Fall sehen. Und für so einen schönen und sammelbaren Revolver ist das ein super Schussergebnis. Also damit hätte ich selber nicht gerechnet. Ich habe selber nicht dran geglaubt nach der letzten Shotgun, die auch super schön verarbeitet war, super realistisch war, super zum Aufhängen, super zum Ausstellen, die aber ja so katastrophal geschossen hat, dass ich ja schon quasi kaum ein Video drüber machen konnte. Hier haben wir genau das Gegenteil, wunderschön für die Wand und extrem präzise, und ich finde das, was ASG hier gemacht hat mit den ganzen Dan Wesson Logos und so weiter, ist absolute Spitzenklasse. Dafür gibt es, also den gibt es auch wie gesagt in der Low Version, also die Low Power Hülsen gibt es ja auch. Wie gesagt, den Revolver gibt es auch in der Low Power Version und dann hat er weniger Joule, also falls ihr was fürs Spielfeld braucht und auf eurem Spielfeld weniger eben als 1,5 Joule zugelassen sind, dann müsst ihr eben den mit den Low-Power-Hülsen kaufen. Diesen Revolver findet ihr unten in der Beschreibung. Ich kann ihn euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr entweder Sammler seid oder Airsoft-Spieler, die auf Revolver stehen. Klar, ich meine, es kann schon nervig sein hier, wenn du jedes Mal die Hülsen raustun musst, einzeln die Hülse beladen musst, wieder reinstecken musst, dann Trommel zu und dann hast du wieder 6 Schuss. Aber das Ding ist halt, wem das egal ist, dass er da halt einen wirklich realistischen Revolver bekommt, der, würde ich sagen, sollte bei diesem Preis von 150 Euro auf jeden Fall zuschlagen. Ihr findet es wie gesagt auf Begadi, Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war's mit mir, haut rein Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace.